Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin. Köln, die Schwanzlutscher. Ich komme in Berlin dran, Mann. Geburtstag mit der ersten. Oh yes, und ihr kennt es. Stuttgart ist schöner, nix da. Berlin. Ja, willkommen zu Das ist Berlin, Dicker. Und wir haben wieder tolle neue Stories für euch. Wir beginnen einfach mal mit einer Vergleichsstory, die ich schon mal im Voraus gemacht hatte. Nämlich, wir hatten darüber gesprochen, dass unser Sturm auf den Reichstag, wie es so schön genannt wird, wo so ein paar Leute Selfies auf der Treppe vom Reichstag gemacht haben und von drei Polizisten aufgehalten wurden. Also ein schrecklicher Staatsstreich, könnte man schon fast sagen. Da wurden, glaube ich, 60, um die 60 Verfahren eingeleitet, wovon die irgendwie über 50 schon eingestellt sind. Unsere Klimakleber haben inzwischen 73 Verfahren gegen sich bei der Staatsanwaltschaft. Unsere Klimakleber, Leute, die die Straße blockieren, haben mehr Verfahren am Hals als unser Staatsstreich. Komisch. Interessant, oder? Interessant, wie der Narrativ da gesponnen ist. Aber na gut. Ja. Und alleine, genau, ja, alleine im vergangenen Januar, ja, also das ist hier alt quasi noch. Wollte ich eigentlich nur ganz kurz als Vergleichding herziehen. Ja? Und wie die Leute machen da halt Scheiße. Ja? Ich weiß nicht, glaube ich hauptsächlich wegen, ach, ist auch scheißegal, die machen da halt Scheiße und die sollen dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden. Oh shit, ich sitze falsch. Aber Morbus Bosporus. Bomboklat merke ich mir später. Egal, auf jeden Fall wollte ich nur mal kurz als kleinen Vergleich mal wieder an die Hand nehmen, damit ihr es nicht vergesst, meine lieben Freunde. So, kommen wir zu einer etwas spannenderen Geschichte. Wir sprachen über den Berliner Senat. Der Berliner Senat ist ja einer der effizientesten und tollsten Senate der Welt. Und auch jetzt haben wir, dadurch, dass der BER so viel Flugchaos hat, haben sie gesagt, hey, wir fahren einfach mit dem Dienstwagen jetzt in den Urlaub. Man sieht hier unseren erstens nur das Bild, wie die beiden Herren da mit Maske im Auto sitzen. Vorbildlich. Andreas Geisel, meine Damen und Herren. Der kleine Heuchler Andreas Geisel, der sagt, oh, also bezüglich der Querdenker-Demo, also die machen sich ja aber mit Reichsbürgern gemein und so, obwohl sie sich klar von ihnen distanzieren. Während er dann sagt, oh ja, ich laufe gerne bei, oh Gott, wie hieß die Demo? Das war irgendeine Antifa-Demo, wo er offen mit Hardcore-Antifas rumgelaufen ist, gesagt hat, ja, nur weil da ein paar Spinner mitlaufen, dürfen wir unseren guten Zweck ja nicht beschmutzen lassen. Wir distanzieren uns von denen, aber nur wegen diesen paar Leuten. So, ja, unser Herr Doppelmoralist vom Dienst, die fahren jetzt also mit dem Dienstwagen in den Urlaub. Und da geht es um, ich habe da versucht herauszufinden, was machen die denn, wer zahlt denn den Sprit? Den momentan ach so günstigen Sprit findet man nicht raus. Ich mal frage an den Chat, das könnt ihr mir auch erzählen und vielleicht auch später in den Kommentaren bei YouTube. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich würde meinen Arsch darauf verwetten, dass die eine Tankkarte haben. Also safe, 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 safe. Ja, das ist halt der Staat, sage ich doch. Also safe haben die eine Tankkarte vom Staat. Das heißt, meine lieben Freunde, ihr zahlt unsere Herren. Da steht da noch übrigens drin, Sie dürfen es auch privat nutzen, aber nicht den Fahrer. Ah, okay, er fährt hier mit was ist das jetzt der neue? Ist das ein Sechser oder ein Siebener? Ich kann es nicht sagen. Das ist auf jeden Fall neuester BMW. Ich glaube, ich kann es nicht sagen. Leute, ich bin ein Autonoob geworden. Siebener, oder? Ja, das ist ein Siebener. Er fährt da mit seinem fetten Siebener, locker ein 750 oder sowas, fährt er dann da rum. Der verbraucht auch schön übrigens und der fährt bestimmt nicht im Eco-Mode, wenn er selber fährt. Der Herr Andreas Geisel, unser Linke, ich glaube, der ist von der Linken. Das ist ein ekliger. Oh, wir mögen keinen Kapitalismus, aber ich fahre den Siebener, fahre ich trotzdem gerne. Puh, Heuchler. Kommunisten, ehrlich gesagt, das Bild macht gerade wirklich meinen Kopf kaputt, je mehr ich drüber nachdenke. Andreas Geisel
fährt in seinem 7er in den Bundestag und kassiert 10.000 Euro. Oh, ich mag den Kommunismus. SPD ist er. Ja, das ist in Berlin ja das Gleiche. Nevermind, die Sozis im 7er. Ist nicht ganz so schlimm, aber ähnlich. Regierungsfahrzeuge sind leicht gepanzert, damit es schwerer und höherer Verbrauch. Ja, natürlich. Parteifarben Metallic. Schöner. Schöner. Real Silver übrigens, danke für deine erste Chatnachricht. Freut mich, dass du auch kommst. Wir bezahlen den Sprit doch selber, alles andere wäre doch falsch. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja, aber wie gesagt, sie reden dafür. Die müssen im Grunde gar nichts dafür zahlen. Oder? Also machen wir uns nichts vor. Berliner Senat, meine lieben Freunde, ihr wisst es. Und jetzt, wo wir schon vom Senat sprechen, haben wir das hier. Das ist für Leute, die aus Berlin kommen, die kennen dieses Haus bestimmt. Wieder eine neue Ausrede. Jetzt soll der Krieg schuld sein am Baustillstand beim Steglitzer Kreisel. Ich bin in Steglitz zum Teil aufgewachsen. Ich kenne das ja noch schon lange, lange, lange. Das Ding ist ehemals gebaut worden als Sitz der Rathausverwaltung, glaube ich. Also da sollte das Rathaus drin sitzen. Da haben sie dann Asbest drin gefunden. Also nicht gefunden, aber da war dann halt Asbest drin, als sie rausgefunden haben, oh, Asbest ist ja vielleicht doch gar nicht so gut für deine Lunge. Da haben sie gesagt, gut, dann entkernen wir jetzt das ganze Ding und verkaufen es an einen privaten Investor. Und das ging jetzt durch viele Investoren durch und jeder ist pleite gegangen, gescheitert dran. Man sieht, das Ding ist entkernt, es ist eingerüstet, jetzt wird es wieder ausgerüstet und wieder eingerüstet. Es ist eine Katastrophe. Es ist also, BER ist dagegen reibungslos verlaufen im Vergleich zum Kreisel. Und Asbest löst Long-Covid aus. Wenn du Karl fragst, auf jeden Fall. Oh, Blade aus Steglitz. Ey, Steglitzer hier im Herzen. Ihr wisst, aber ja, jetzt haben wir was Neues. Jetzt ist der Krieg schuld am Baustillstand. Mal wieder eine neue Ausrede. Ich liebe ja auch immer, die BZ ist ja manchmal ist die scheiße, aber meistens sind die Titel schon sehr geil. Er steht wie ein Wahrzeichen für grenzenlose Geldgier und unbeteiligte Immobilienspekulationen in Steglitz, weithin sichtbar im Südwesten Berlins. Der Kreisel sollte 2021 fertig sein. Das ist so geil, was die sich da vorgestellt haben, was die bauen. Das ist alles Katastrophe. Jetzt wird wieder eine neue Ausrede für den Baustillstand gesucht. Diesmal ist Putin schuld. Mehrfach wurde das 120 Meter hohe Gebäude, in dem 330 Eigentumswohnungen auf 30 Etagen entstehen sollten, weiterverkauft. Zuletzt an die Berliner Adler Group. Wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber ja, es wurde tausendmal versucht, es ist jedes Mal Baustopp. Und was war das letzte Mal? Genau. Mitte 2019, mehr als ein Jahr nach Sanierungsstart, versuchte man, den Baustopp noch mit logischen Argumenten zu erklären. Aktuell fänden viele Arbeiten im Inneren des Hauses statt, die von außen nicht wahrgenommen werden können. Voila, wir arbeiten, ihr seht es noch nicht. Immer nur, wenn ihr nicht guckt. Ende 2019 bewegte sich noch immer nichts. Anpassungen müssten vorgenommen werden, wegen steigender Baupreise. Mitte 2020 erklärte der Investor, die Bautätigkeit am Steglitzer Kreisel ist aus technischen Gründen derzeit reduziert. Mit reduziert meinten die, machen nichts. Ende 2020 betonte der Vorstand, das Vorhaben stehe vor unvorhersehbaren Herausforderungen wegen der Covid-19-Pandemie. 2021 mussten dann monatelang konkrete Witterungsverhältnisse als Ursache für den Stillstand herhalten. Ja, für alle, die aus Berlin kommen, ihr erinnert euch an den so schweren und eiskalten Winter. Ach Leute, das kannst du nicht ausdenken. Aktuell teilt ein Sprecher der Adler Group auf BZ-Anfrage mit, die zentrale Ursache liegt in der branchenweiten Material- und Personalknappheit, die wiederum auf gestörte Lieferketten durch den Krieg in der Ukraine zurückgehen. Weißt du, wäre es jetzt das erste oder das zweite Mal Covid und dann Ukraine, okay. Aber Leute, das ist jetzt, warte, wir zählen. 1, 2, 3, 4, 5 und die sechste Ausrede. Leute, irgendwann glauben euch die Leute beim Wolf nicht mehr. Solltet euch die Peter und der Wolf Group nennen. Naja, wer wohl gestört ist, ist es, dass China nicht liefert. Ja, wie gesagt, so eine Lüge. Alles, wer weiß. Grüße aus Steglitz, Grüße zurück an Blade 899. Die können die Schulden nicht bezahlen. Ja, also wie gesagt, natürlich, die können sind die quasi insolvent oder vorinsolvent. Aber was willst du sagen? So, natürlich können sie es nicht zugeben. Ich finde es immer nur witzig, weil es halt einfach mal wieder bezeichnend ist, für wie das hier läuft. Da ist irgendeine Baustelle, die sagen ein halbes Jahr so, oh, wir wussten nicht, dass es im Winter kalt wird.
Echt? Wir wussten nicht, dass im Frühling regnet. Oh, im Sommer voll warm. Echt? Wir haben kein Geld, ja. Hätte vielleicht vorher rechnen? Nee. Captain Hindsight lässt grüßen. Ukrainische Handwerker sind schwer zu bekommen. Die sind wie 50 Cent insolvent. Ja, genau, so semi-insolvent. So, kommen wir zu, weg von verwaltungstechnischen bescheuerten Geschichten zu einfach nur bescheuerten Geschichten. Mit Brotmesser bewaffnet, Mann klaut Rum aus Hotelbar in der Friedrichstraße. Interessante Überschrift. Von Isabel Herwig. Mit einem Brotmesser stach der 22 Jahre alte Räuber erfolglos auf die Kasse einer Hotelbar an der Friedrichstraße ein. Dann schnappte er sich eine teure Flasche Rum und ein Glas. Irre Szenen am Sonntagabend im Barbereich eines Hotels. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der 22-Jährige gegen 20 Uhr in die Hotelbar, griff sich ein Brotmesser von der Ablage, hielt dieses bedrohlich in Richtung der Gäste. Dann soll er versucht haben, die Kasse damit zu öffnen, indem er auf sie einstach. Als der Versuch offenbar scheiterte, wer hätte das gedacht, nahm der 22-Jährige sich eine hochpreisige Flasche Rum und ein Glas, setzte sich in den Eingangsbereich und trank. Weißt du, das ist so geil, Mann. Das ist so geil. Das erinnert mich sehr, ich habe aus meiner früheren Jugend noch eine Geschichte. Da hat ein Kumpel von mir hat sein teures Auto auf bescheuerte Art und Weise gecrashed und das Erste, was er macht, ist, geht an den Kofferraum, der noch so halb aufgeht, nimmt sich eine Flasche Jimmy raus und trinkt erstmal. Bevor die Bullen kommen, erstmal schön den Jimmy reinhauen. Und das ist auch das Gleiche. Weißt du, der war traurig, der musste über den Frust hinweg trinken, dass er den Raub nicht geschafft hat. In seinen Armen das Kind war Brot. Das verstehe ich nicht. Ich hätte ihm eine Flasche gegen den Kopf geworfen. Warum? Das ist so geil, der Typ, Alter. Also, natürlich setzt er sich hin und trinkt. So. Der Typ war im Grunde wie so ein kleines bockiges Kind. Und jetzt kommen wir zu kleinen bockigen Kindern. In der Otto-Hahn-Schule, Feuer in der Schule, war das Zeugnis zu schlecht? Brandstifter steckte Zeitschriften in leeren Klassenraum in der Otto-Hahn-Schule in Berlin-Neukölln an. Also übrigens, also wenn ihr Kinder zur Schule schicken wollt, Neukölln ist the place. Schulbrand zur besten Tagesschauzeit. Ein Regal mit Zeitschriften ging am Dienstag in der Otto-Hahn-Schule an der Buschkrugallee in Flammen auf. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Um 20 Uhr war die Feuerwehr zur Sekundarschule alarmiert worden. Der Brand war bla bla bla. Hatten ihn nach 45 Minuten unter Kontrolle. Mehrere Stapel glimmenden Papiers auf dem Fenster des Schulhofs geworfen und gelöscht. Danach übernahm ein Brandkommissariat die Ermittlungen. Laut einer Polizeisprecherin war das Schulgebäude wegen einer vorgezogenen Zeugnisausgabe zu dem Zeitpunkt noch geöffnet. Ja, wahrscheinlich hat da einer ein bisschen Frust gesagt, hey, zu viele Fünfen sitzen geblieben, fuck you. Einfach mal die Schule, hurra, hurra, die Schule brennt. Weißt du, wenn die Schule brennt, dann kann mein Zeugnis ja auch nicht, wenn es verbrennt, dann existiert es nicht. Wer weiß. Oh, da habe ich den Schmenderle gesehen. Ach, du bist weg. 300 Bits von dir, Schmenderle. Küsschen geht raus. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Hat mich gefreut, auf jeden Fall dich hier wieder gesehen zu haben. Und danke für deine Bits, ja. Ein warmes Küsschen geht raus an dich. So. Ja, auf jeden Fall Zeugnis zu schlecht. Jetzt haben wir aber noch, wir sind weiter bei den Kindern. Wir haben noch ein paar geile. Pass auf, wir haben nämlich einen jungen Mann. Einen jungen Mann, der auch bockig war. Weil er nicht mit ihm spielen wollte. 13-Jähriger bedroht 12-Jährigen auf Spielplatz mit Messer. Das Bild übrigens sind die Sachen, die der dabei hatte. Diese Waffen fand die Polizei beim 13-Jährigen. Ein Teleskopschlagstock. Das sind zwei Butterflies, war? Ja. Zwei Butterfly-Messer. Chillig, natürlich. Habe ich also als 13-Jähriger, obwohl. Ja, doch, nee, sowas hatte ich tatsächlich nicht. Nicht mit 13. Weil ein 12-Jähriger nicht mit einem 13-Jährigen Basketball spielen wollte, musste die Polizei auf einem Spielplatz in Berlin-Friedrichsfelde anrücken. Der Ältere soll ein Butterfly-Messer gezückt haben und sein Gegenüber damit bedroht haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten fanden in seinem Rucksack dann auch noch weitere Waffen. Der Junge wurde seiner Mutter übergeben. Natürlich. In Berlin würde ich auch nicht unbewaffnet rausgehen. Geht. Also, wie gesagt, was das angeht, geh nur mit Waffen raus, die du auch benutzen würdest, wa?
Totschläger, okay, aber Messer, so, puh, okay, Messer will ich bei den meisten Leuten sehen, die ein Messer dabei haben, dass sie auch tatsächlich es benutzen. Aber die Kinder sind bald besser ausgerüstet als unsere Polizei. Ja, in Berlin wahrscheinlich sogar wirklich. Auf jeden Fall geiler Typ. Und jetzt kommen wir noch mal zu einer wundervollen Story. Da präsentiere ich euch auch wieder einen ganzen Artikel natürlich, weil die Story einfach brutal geil ist. Früherer Zirkusclown erpresst als falscher Polizist Familie. Clowns sind Motherfucker, ich sag euch das. Clowns sind alle abgefuckt. Als bunter Clown brachte der Artist aus der alten Zirkusdynastie die Leute zum Lachen. Dann wechselte er die Seiten. Landgericht, Saal 700, angeklagt Germano R. 36. Er entstammt aus einer großen Schaustellerfamilie. Ich war Clown, Artist und Jongleur, sagte er. Dann verließ er den Zirkus. Die Anklage wirft ihn nun erpresserischen Menschenraub vor. Mit Adel E. und Harun K. haben, glaube ich, Martin und Thomas falsch geschrieben, überfiel er am 22. Dezember 2021 eine Familie in der Maxstraße im Wedding. Das Trio ergab sich als Polizisten aus. Einer hatte eine täuschend echt aussehende Pistole dabei, der Clown ein langes Jagdmesser in der Hand. Man kennt es, weil die Polizei klingelt bei dir mit Knarre und Jagdmesser. Also übel. Klar. Ich räume das alles ein, sagt der Clown. Wir hatten einen Tipp. Dort sollte es in der Küche eine 250.000 Euro Schwarzgeld in der Dunstabzugshaube versteckt sein. Erst irrten sich die falschen Polizisten an den Typ. Ey, was ist das? Das ist so natürlich. Erst irrten sich die falschen Polizisten in der Tür, schreckten die Nachbarn auf, die alarmierten schon mal die echte Polizei. Doch der Clown und seine Truppe stürmte eine Etage höher schon in die nächste Wohnung. Wir riefen Polizei. Ich zeigte meinen Ausweis, sagt sie. Wir riefen Polizei. Ich zeigte meinen Schülerausweis. Was? Warum? Nicht Brotmesser, Jagdmesser und Schülerausweis. Was? Okay. Vier Erwachsene und zwei Kinder brachten sie in ihre Gewalt. Einem Mädchen, 6, wurde dabei die Softair-Pistole an den Kopf gehalten. Geld fanden sie nicht. Dafür rückte ein Kommando echter Polizisten an. Also, ey, wirklich, play stupid games, win stupid prizes. Aber das ist wirklich auf einem Level geil, dass ich schon wieder fast vergessen hatte. Auf der Flucht sprang der Clown noch akrobatisch durchs Treppenhaus. Nach der Festnahme musste er erstmal ins Krankenhaus. Ich war in einen der Mittäter verliebt, sagt der Clown. Mir fehlte damals die Kraft, um Nein zu sagen. Ey, Mann, da kommst du wirklich nicht drauf klar. Nun will er Veranstaltungstechniker werden. Seine Zirkusfamilie legte zusammen 7.500 Euro für die noch heute traumatisierte Opferfamilie. Mindestens 5 Jahre Haft drohen. Urteil am 27. Juli. Aber ja, welche Story fasst unsere verrückte Stadt besser zusammen als das? Wir riefen Polizei, ich zeigte meinen Schülerausweis, sprang akrobatisch durchs Treppenhaus und war verliebt in einen der Mittäter. Meine Damen und Herren, das war das Berlin-Dicker und wir sehen uns nächste Woche wieder. Berlin, du bist so wunderbar. Berlin. Köln, die Schwanzlutscher. Wir kommen in Berlin ran, Mann. Geburtstag in der ersten. Cooler Typ, Anni, warte. Berlin.